Liebe Studierende, herzlich willkommen zum Interview der Lerneinheit Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Gemeinsam mit Professor Horn wollen wir, so wie Sie es aus den vorangegangenen Lerneinheiten schon kennen, auch hier die beiden Vortragsepisoden noch einmal aufgreifen, einige Fragen besprechen, die Ihnen vielleicht auch noch offen geblieben sind, die für Sie auch noch offen geblieben sind. Herr Horn, Sie haben ja in der ersten Episode vieles wiederholt, was wir in den vorangegangenen 5 Lerneinheiten schon gemeinsam bearbeitet haben, die Nachhaltigkeitsstrategien, die beiden Modelle ökologischer Rucksack, ökologischer Fußabdruck. Da mag ich jetzt nicht nochmal vertiefend eingehen, weil das wirklich eine gute Zusammenfassung war. Aber was ich an der Stelle gerne mit Ihnen noch einmal abklopfen würde, ist das Thema nachhaltige Entwicklung und Klimawandel. Das ist mir ganz wichtig, dass wir da nochmal so einen guten Standpunkt bekommen, dass ja der Klimawandel, die Klimaveränderung, die heute spürbar ist, die in den Medien und in der Wissenschaft viel thematisiert wird, dass das nicht gleichzusetzen ist mit nachhaltiger Entwicklung, mit Nachhaltigkeit, sondern dass ja der Klimaschutz nur eine Teilmenge ist. Nur in Anführungszeichen. Nur in Anführungszeichen, das ist richtig. Aber eben nur Teil, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Und es ist auch so, dass das immer mal wieder vergessen wird. Die regenerativen Energien und der Klimawandel ist wichtig. Er ist auch drängend, weil er wahrscheinlich das ist, was von einer nicht nachhaltigen Wirtschaftsweise zuerst wirklich merkbar wird. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, hurra, wir haben den Klimawandel, den CO2-Ausstoß in Griff und auf null reduziert und jetzt sind wir nachhaltig. Das ist leider Gottes vielleicht nicht der Fall. Also würden Sie wirklich sagen, dass wir den Klimawandel als eine Auswirkung einer nicht nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise? Genau so ist es. Es ist auch sicher sinnvoll, sich jetzt erstmal verstärkt um den Klimawandel zu kümmern. Aber es wäre falsch, zum Beispiel irgendetwas zu entwickeln, was CO2-neutral ist, aber an anderer Seite viel Natur zerstört. Mhm. Das wäre eben nicht nachhaltig. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass in letzter Zeit man mehr oder weniger fast alles damit rechtfertigen kann, dass es CO2-neutral ist. Und das ist ein Fehler. Die CO2-Emissionen sind ein großes Thema. Da gibt es ja auch das Ziel, auf nationaler und internationaler Ebene eine starke Reduktion vorzunehmen, die notwendig ist, um diesen Klimawandel zu stoppen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Aber nachhaltige Entwicklung geht ja auch noch weiter. Da bin ich nämlich gleich bei dem nächsten Punkt, wo ich dachte, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Nachhaltige Entwicklung, Sie haben den Brundtland-Bericht herangezogen. Für ein grundlegendes Verständnis zur Nachhaltigkeit wird immer wieder das Drei-Säulen, diese drei Dimensionen, das Drei-Säulen-Modell herangezogen. Da geht es um ökologische Komponenten, um soziale Komponenten und um ökonomische Komponenten. Und die soziale Dimension, die ist mir hier sehr, sehr kurz gekommen, muss ich so leichte Kritik mag ich das anbringen. Die Instrumente, die Sie gezeigt haben, die Ökobilanz, der ökologische Rucksack, das Umweltmanagementsystem, auch das ist alles auf ökologischer Ebene. Was ist die Bewandtnis mit der sozialen Dimension? Die soziale Dimension ist ganz sicher wichtig. Das ist keine Frage. Und der Brundtland-Bericht nimmt ja auch die soziale Komponente mit auf. Aber erst einmal die ökologische Komponente, und das ist auch eine Kritik an dem Drei-Säulen-Modell, ganz grundsätzlich spielt sich alles auf dieser Erde ab. Das heißt, auch selbst die sozialste oder sozialverträglichste Entwicklung wäre falsch, wenn da die Erde überdehnt wird, die Biosphäre ganz einfach. Aber es ist ganz klar und es ist auch ein erhebliches Problem. Wir müssen die soziale Komponente genauso mitdenken
Und vor allen Dingen, wir müssen den Menschen, die heutzutage in Regionen leben, die ganz einfach vom Wohlstand überhaupt nichts mitbekommen haben, die müssen genauso, und das ist genauso nachhaltig, dass sie eine Chance haben müssen und eine Perspektive haben müssen. Aber auch hier ist, wenn ich diese Perspektive kann nur ökologisch verträglich sein. Sie selbst wenn man viel verdient oder ausreichend verdient, ist es sehr fragwürdig unter auch arbeitsschutzmäßig ungenügenden Bedingungen Bergbau zu betreiben, dann kann man das auch nicht als nachhaltig bezeichnen. Also ich Aber es ist ein Problem. aus anderen Kontexten ist mir da durchaus bekannt, ne, dass die soziale Dimension im Nachhaltigkeitsdiskurs öfter ein bisschen an den Rand gedrängt wird durch die vordergründig thematisierten ökologischen Fragestellungen. Wir kommen an anderer Stelle auch noch mal auf die soziale Dimension. Deswegen würde ich gerne mit Ihnen weiter die beiden Vortragsepisoden durchsprechen. Sie sind dann in der zweiten Episode darauf eingegangen, dass auch erneuerbare Energien negative Umweltauswirkungen haben, dass sie nicht das Nonplusultra für unsere Krise sind. Ganz klar, neben Atomkraftwerk, Braunkohleverbrennung, bieten sie doch Das ist keine Frage. eine Alternative, ja. Und trotzdem würde ich gerne mit Ihnen diese drei negativen Umweltauswirkungen aufgreifen, die Sie genannt haben. Sie sagten, der Flächenverbrauch, die Nahrungsmittelkonkurrenz und der Ressourcenverbrauch sind negative Umweltauswirkungen, die wir bei Windkraftanlagen, bei Photovoltaik zu verzeichnen haben. Und da fehlen mir noch so ein bisschen die Ansätze, dem zu begegnen. Ja, bei der Nahrungsmittelkonkurrenz, denke ich, gibt es Ansätze hinsichtlich des ökologischen Landbaus, wo man ja auch im Hinblick auf Biogas durchaus dies im großtechnischen Maßstab machen kann oder eben anders. Also da ist ein ganz eindeutiger Pfad. Bei den sagen wir mal, großtechnischen oder technischen Möglichkeiten wie Photovoltaik und Windenergie ist die eine Möglichkeit oder der eine Pfad, dass man Ressourcen immer, und das sollte immer gelten, sehr sparsam einsetzt. Dieses kann man machen, da gibt es auch Hinweise dafür. Und das Zweite ist, dass man grundsätzlich zu einer Kreislaufwirtschaft kommt. Das heißt, dass man auch bei Windenergie, auch bei Photovoltaik die Anlagen, die am Ende ihres Lebens angekommen sind, ihres technischen Lebens, dann auch wieder weitestgehend nutzt. Wir werden nicht dazu kommen, daher. Namen habe ich vergessen, schlimmerweise, das Prinzip Kretzel du Kretzel, wo wir also nur Metalle oder nur Stoffe verwenden, die man am Ende auch wieder zu 100% wiederverwenden kann. Das halte ich für sehr weitgehend und auch für technisch nicht machbar. Aber dass man Abfall bis auf den Rest, der wirklich unabweichbar ist, reduziert, das sollte auf jeden Fall sein. Das Schlagwort war Kreislaufwirtschaft, davon sind wir weit entfernt. Ja. Aber es gibt gute Ansätze und Modelle eines stärkeren Kreislaufprinzips. Wen sehen Sie denn da primär in der Pflicht für eine Umsetzung? Eindeutig den Staat. Er kann und er macht das teilweise auch und teilweise nicht, das ist ganz merkwürdig. Er kann im Prinzip über Regelsetzung wie Pfandpflicht, Verteuerung von Rohstoffen auch, die man nicht unbedingt braucht oder wo man eben einen Recyclingpfad hat,
kann er sehr, sehr punktgenau dafür sorgen, dass also wesentlich mehr Recycling gemacht wird, als das heute der Fall ist. Ja. Sicherlich ist das ein bisschen erschwert durch den globalen Handel mit Ressourcen, durch globale Global Player mit Produktionsstätten in anderen Ländern und anderen Konditionen. Sehen Sie da Möglichkeiten für globale Lösungen? Die gibt es ganz sicher auch. Es gibt auch Ansätze dazu. Es gibt auch von der Minenseite, also von der Gewinnungsseite, sind mittlerweile gerade im Elektronikbereich die Firmen sehr sensibel geworden, weil ganz einfach die Firmen sinnvollerweise und glücklicherweise immer noch durch den Verbraucher auch sich bemühen, sagen wir mal, zumindest nicht in schlechten Ruf zu kommen. Ja. Und da ist natürlich auch der Verbraucher gefordert. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja viele NGOs, die auf die Produktionsbedingungen und die ökologischen Auswirkungen aufmerksam machen und auch die Öffentlichkeit ein bisschen wachrütteln. Und die Unternehmen haben dann Probleme mit ihrem Image. Aber Das zeigt auch Wirkung und gerade deshalb könnte also der Staat durchaus sehr viel mehr tun, als er tun kann. Denn die Firmen reagieren tatsächlich, wenn sie, grob gesagt, eine schlechte Presse haben. Ja. Apple hat das jetzt gemacht, HP macht das schon sehr lange. Und da gibt es einfach Beispiele dafür, dass die Firmen da durchaus sensibel reagieren. Mhm. Und nur der Staat entzieht sich der Pflicht einer Regulierung, indem er vieles auf Freiwilligkeit setzt und damit quasi den Verbraucher in die Pflicht nimmt, obwohl er selber staatlicherseits sehr viel einfacher hat, hier dafür zu sorgen, dass Recycling gemacht wird. Er hat das in Teilen gemacht, in anderen Teilen sperrt er sich. Zum Beispiel die Batterieverordnung sieht die Rücknahmepflicht von Batterien vor. Also er kann es, aber er macht es nicht immer. Das ist ein gutes Stichwort mit den Batterien. Da würde ich nämlich gerne nochmal das Thema Lithium aufgreifen. Was? Sie hatten vorgestellt, dass der Verbrauch von Metallen bei den erneuerbaren Energien ein großes Gewicht hat für die negativen Umweltauswirkungen und haben auch die Salzseen in Bolivien, Chile, Argentinien mit angesprochen und den steigenden Bedarf an Lithium vorgestellt und den Abbau und damit auch die Ausbeutung der Natur bis hin zu, so habe ich Sie verstanden, dem Verschwinden dieser Salzvorkommen. Genau. Was ja aus ökologischer Sicht und für die Artenvielfalt und den natürlichen Kreislauf nicht im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sein kann. Für die nicht, aber leider Gottes sind Salzseen erstmal Wüsten und weit weg. Und da ist erstmal, dass es zwar schade ist, aber das war's dann. Ja, da steht wahrscheinlich der ökonomische Gewinn, der sich durch den Lithiumabbau versprochen wird, deutlich im Vordergrund. Ja, und dazu kommt noch, dass Lithium, dass die Gewinnung von Lithium relativ einfach ist in diesen Salzseen. Und damit Lithium auch immer noch sehr billig ist. Und schwierig zu recyceln, das muss man wissen, Lithium ist hochreaktiv. Und alles das führt dazu, dass also Lithium sicher zu einem der kritischsten, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, zu einem der kritischsten Metalle gehört, weil es irgendwann mal diese Seen bei diesem wahnsinnigen Bedarf, den wir durch Elektromobilität, Stromspeicherung haben, diese Seen in der Tat abgebaut wird, wie unsere schönen Moore, die wir bis auf kleine Restbestände auch abgebaut haben. Ist diese Thematik, wenn ich jetzt gerade an Bolivien denke, als Schwellenland, wo ganz viel ökonomischer Entwicklungsbedarf noch erforderlich ist, eine große Armut herrscht, von Korruptions,
Schwierigkeiten betroffen ist. Denken die über ökologische Auswirkungen von... Nein, zurzeit ist das nicht denkbar und zurzeit wird auch Bolivien sicherlich für ein paar Salzseen eine wirtschaftliche Entwicklung und Einnahmen vor allen Dingen, das ist ja praktisch ein Öl, ja. Wie Saudi-Arabien auf Öl sitzen die auf ihren Seen und es ist zurzeit nicht denkbar, dass Bolivien darauf verzichten wird, Chile genauso wenig. So etwas kann nur sein, indem man, und auch da gibt es Beispiele, aber eigentlich noch viel zu wenig, indem man diesen Staaten tatsächlich Entschädigung dafür bezahlt. Ja. Indem man ihnen sagt, okay, ihr lasst eure Salzseen in Ruhe. Ja. Und dafür werdet ihr in Geld entschädigt. Was natürlich bedeutet, dass man tatsächlich auch erstmal Lithium-Recycle-Strategien hat, denn die hat man zurzeit nicht. Zwei Punkte, die ich an der Stelle aufgreifen möchte. Das eine ist der Wert von Natur, also im Hinblick auf schützenswerte Natur, natürliche Vorkommen von Salzseen. Und das andere ist, also was ja ganz offensichtlich nicht gegeben ist, ne, der Schutzbedarf. Die Natur als schützenswerter Raum, der sich nicht monetarisieren lässt. Also wenn ich Lithium abbaue, dann kann ich da einen Gewinn verzeichnen. Und was das Thema Recycling von Lithium angeht, wir haben ja in Deutschland eine Recyclingverordnung für Batterien, für Lithiumbatterien. Das heißt, der Einzelhandel nimmt Batterien zurück und Sie sagen, es wird nicht recycelt. Lithium-Batterien werden, große, werden schon recycelt, aber nicht das Lithium. Mhm. Lithium-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien bestehen ja nicht nur, sogar zum größeren Teil, besteht ja aus Kobalt, was man auch sehr gut gebrauchen kann und das wird tatsächlich recycelt. Aber das Lithium entzieht sich zurzeit noch. Es gibt Pilotanlagen, es gibt auch Forschungsprojekte, ja. Aber es gibt zurzeit noch keine technisch erprobte Möglichkeit, Lithium rückzugewinnen, ja, aus diesen Batterien. Ja. Also Recycling immer wieder ein großes Thema bei der Ressourcenverwendung. Ja. Der Staat als rahmengebende Instanz für Recyclingprozesse. Was sehen Sie sonst noch an Anreizen für die Industrie, für Unternehmen, stärker in Recyclingprozesse zu investieren? Der Preis. Letztlich ist es der Preis, wenn Recycling billiger wird als der Rohstoff, ist das ein Selbstläufer irgendwo. Ja. Und solange das nicht der Fall ist, da muss man es eben durch Gesetze in irgendeiner Art am besten so weit verteuern. Das heißt also, den Warenwert ganz einfach als Kalkulationsgrundlage nehmen. Mhm. Und dann wird sich das Problem tatsächlich von selbst lösen. Das ist bei Lithium eben schwierig, weil zugegebenermaßen das Recycling von Lithium aufgrund der hohen Reaktivität von Lithium nicht so ganz trivial ist. Ja. Prima. An der Stelle würde ich gerne das Thema Grundlagenvermittlung abschließend, ich darf mich bedanken bei Ihnen für den Einstieg in die Nachhaltigkeitsthematik, den Ausblick in die technischen Möglichkeiten und so eine Vorbereitung im Hinblick auf die erneuerbaren Energien, mit denen es dann auch weitergeht. Ich hoffe auch für unsere Studierenden, dass sie die einzelnen Strategien und die Indikatoren, die Professor Horn vorgestellt hat, werden sie in den weiterführenden Lerneinheiten wiederfinden. Und dann auch das ein oder andere Praxisbeispiel dazu dann noch finden. Vielen Dank, Professor Horn. Und danke. Von Ihnen wollen wir uns verabschieden. Tschüss. Tschüss.